Ui, bist du so wichtig, dass du das Handy immer parat haben musst? Ja, so ist es. Sehr gut. Da fällt mir gerade ein, die Geschichte von dem Has und dem Fuchs. Kennt ihr aber? Also der Has und der Fuchs waren befreundet, sind miteinander spazieren gelaufen, ne? Haben miteinander geschwätzt, am Waldrand entlang. Plötzlich hat es Batsch gemacht, ist der Has in ein Loch nachgeflogen. Hat der Fuchs gesagt, du bist mein Freund, ich helfe dir wieder raus. Ist an der Rand nachgestanden, hat seinen buschigen Schwanz in das Loch runtergelassen. Der Has ist hochkopf, hat den Schwanz zum Fassen gekriegt, der Fuchs ist losgerannt, den Has hat es rauskatapultiert. Zwar auf Gosch nachgeschlagen, aber er war gerettet. Der Has zum Fuchs gesagt, ist gut, dass du da gewesen bist. Ohne die wäre ich gar nicht mehr rausgekommen. Batsch hat es gemacht, ist der Fuchs in das Loch nachgeflogen. Has sofort an der Rand nachgestanden, sein Bommelschwänzle in das Loch. Ja, jetzt hat es nicht runtergelangt. Has nicht blöd, Handy rausgeholt. Geschäftshandy, 112, Feuerwehr angerufen. Ist Feuerwehr gekommen, haben die Leute runtergestellt, der Fuchs ist rausgeklettert, war mal gerettet. Was ist die Moral von der Geschichte? Wer einen langen Schwanz hat, braucht kein Handy. Wer einen langen Schwanz hat, braucht kein Handy. Genau.